Liebe Studierende, wie können wir überhaupt mit einem System in Verbindung treten? Häufig hören wir von Computern, die Gedanken lesen können oder unser Gehirn scannen und dadurch wissen, was wir denken und somit, was wir eigentlich wollen und somit könnten wir sie gut steuern. Grundsätzlich gibt es die Interaktionsform deskriptiv. Wir beschreiben, was wir wollen, also durch Sprache, deiktisch, von mir zeigen und hybride Form, also Mischform, die beide zusammenbringen. Und dies sind deskriptypische, deskriptive Interaktionsformen, einfach Symbole, formale Sprachen eben, die Symbole zusammensetzen und in bestimmte Reihenfolgen bringen, die eine Syntax haben. Und eben auch natürliche Sprache. Grundsätzlich war es eben immer eine Idee, zu sagen, wir können doch nicht, warum soll der Mensch die Computersprache lernen im Sinne der MMI? Einfach Menschen angepasst, wäre es doch viel besser umgekehrt. Der Mensch spricht in seiner normalen Sprache und das System lernt, das zu verstehen. Das war nun am Anfang natürlich nicht möglich, da die Rechenleistung der Computer für nur für die Aufgaben ausreichte und nichts sozusagen übrig blieb für bessere Benutzungsoberflächen. Aber das änderte sich ja im Laufe der Jahrzehnte. Und so waren natürliche Sprachen ein wichtiger Kandidat, zu sagen, aha, so können doch sehr viel mehr Leute sehr natürlich mit dem System interagieren. Die Grundform der Mensch-Maschine-Interaktion sind demnach diese Urform, das Formalsprachliche. Die natürlichen Formen hatten den Anspruch, dass der Mensch sie leichter nutzen kann. Und das war zum einen die natürliche Sprache, die sowieso jeder Mensch kann. Und zum zweiten, als Alternative am Anfang diskutiert dazu, die grafisch direkt manipulativen Benutzungsschnittstellen. Die also sehr viel anzeigen, sehr viel Grafik haben und in denen ich zeigen, gestikulieren kann, also direkt manipulieren kann. Und diese herrschen heute vor und bestimmen unseren Alltag mit IT-Systemen.